Hallo, servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Dieses Mal mit CFE und Tuvian im Zug auf Redshire. Gegen Tier 10 habe ich mal wieder in meinem ELC hochziehen lassen in einem Tier 10 Match. Mache ich ja immer mit Freuden. Und ihr habt es beim letzten ELC Video gesehen, wo ich natürlich an dieser Stelle sofort hinfahren werde. Nämlich hier hin. Der 1390 fährt erstmal weiter. Halte ich für gewagt, aber okay. Blöd nur, dass er mir wahrscheinlich den Spot klauen wird. Blöd, Mann. Ja. Da geht ein E100 auf. Bei dem brauche ich mit normaler Munition gar nicht drauf schießen und auch mit anderer Munition eher weniger. Auf den Tiger 2 können wir aber drauf schießen. Und mache ihm nur die Ketten kaputt. Na, aber egal. Man kann ja nicht immer Glück haben. Jetzt sind wir wieder auf Lauerstation. Wie gehabt, ein E100 tue ich mir seitlich schon schwer zu penetrieren. Auch mit Gold, da muss er den Turm zum Beispiel nur ein klein wenig anwinkeln. Und ich habe schon kaum Chancen durchzukommen. Und da haben wir eine Menge, da haben wir eine Menge. Und ich entscheide mich für den WZ. Ja, ich habe Schaden gemacht. Tier 8 Panzer in einem Tier 10 Match. Okay. Aber es war ein sicherer Schuss. Und ich habe mich auf den schon mal eingelassen. Deswegen war er erstmal dran. Ich bin dabei aufgegangen. Täusche an, dass ich wegfahre. Fahre aber natürlich gleich wieder hier hin. Habe an der Stelle aber noch nichts, worauf ich wirken kann. Höchstens den BZ, wenn er nochmal so nach vorne fahren sollte. Aber, nein. Da ist die Ecke zu schmal. Aber da mal einen T-34. Auf den können wir wirken. Müssen wir nur einziehen. Und gehe natürlich wieder dabei auf und verziehe mich natürlich gleich wieder. Um aber auch sofort wieder an die Position zurückzufahren. Es muss nur auf der Minimap so aussehen, als würde ich mich verpissen. Das reicht schon. Weil dann schießt auch keine Arti blind rein. Stell mir natürlich nicht, meistens zumindest nicht exakt so, wie ich vorher drin stand. Aber da haben wir noch einen T-34, der verarztet werden muss. Und an den kommen wir wunderbar ran. Noch ein Treffer. Und jetzt gehe ich dabei nicht auf. Das heißt, das Bewegen war eigentlich unnötig, aber im Rahmen der Sicherheitsrichtlinie eines ELC-Fahrers natürlich absolut nötig. Und den können wir jetzt eigentlich rausnehmen. Ja, hätten ihn eigentlich rausnehmen können. Aber dann mal das hier noch. Und ja. Ne. Gar nichts haben wir da. Nö. Nein, nein, nix, niente, nada, nein, und so, nein. So, da die Schlachtergasse aber für mich nicht einzielbar ist, fahren wir jetzt erstmal auf die Mitte nach oben. Schauen, dass wir den Centurion rausnehmen können, wenn er nach oben kommt. Danke. Haben da hinten noch einen Heavy und einen E75. Eine E75 kommen hier ran. Aber nicht an diesem Winkel. Ich versuch's trotzdem. Aber das dürfte für 170 mm nicht ausreichen. Wechsle deswegen jetzt auch zu Gold. Für den T-34 da hinten brauchen wir sie ja eigentlich nicht, aber für den E75 da vorne schon. Und treffen müsste man halt, verdammt nochmal. Was war das denn für ein Schuss? Es muss nur noch einzielen. Oh, der Winkel ist zu schlecht. Gott, dann nehmen wir halt den T-34 da hinten, der steht besser. Gibt natürlich weniger XP, weil es ein Tier 8 ist und der E-75 Tier 9 und so.
Das wisst ihr aber natürlich. Und ich schieße noch einmal blind rein. In der Hoffnung, dass ich ihn da nochmal treffe. Aber leider nein. Schau mal, dass man von E75 nochmal was abbekommt. Jetzt fährt er natürlich nach hinten, wo ich nicht geladen habe. Komm, 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 komm. Ja! Jetzt haben wir auch noch ein Stück vom E75 abbekommen. Da haben wir eine AT, da haben wir eine AT, da haben wir eine AT. Ziel ein, Ziel ein, Ziel ein. Treffer! Mal schauen, vielleicht kriegen wir die ganz. Glaub nicht. Ah, es sind nur noch drei Panzer übrig. Nur noch zwei Artis. Das heißt, draufgehen, 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 draufgehen. Gas geben, Gas, 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 Gas. Das ist die große Resteverwertung. Ah, verdammt, da gehe ich nichts mehr ab. Ja gut, kriegen wir noch ein paar Cap-Punkte. So, dritter Kanonenring! Und Unterstützer bekommen. Deswegen habe ich auch das Match eigentlich gezeigt, weil es war nicht so episch, aber dritter Kanonenring! Und weil es nicht so episch war, kommt noch klar ein ELC-Match hinterher dazu. Das heißt, einfach jetzt nochmal weiterschauen. Auch nicht von Beginn an, weil der Beginn war in diesem Match pups langweilig, gefolgt von 2 Minuten irrsinniger Spannung. Es steht 7:3 und ich möchte noch was abbekommen auf diesem Tier 10 Match. Da haben wir eine IS-7 und erstmal einvisiert und Mann, ja, alles schubst mich hier rum. IS-7 hat gerade geschossen und ich schaue, dass ich vielleicht... Oh, das wäre zu lucky auch gewesen. Kommt er zum Glück noch weg. Das war jetzt nicht so klug von mir, was ich da gemacht habe. Da haben wir noch einen Indian-Panzer, der sofort natürlich auf mich schießt. Und ich habe noch nicht nachgeladen und ich kann nicht auf ihn wirken. Aber er konzentriert sich ja nicht auf mich. Das heißt, Wendemanöver. Und zwar so richtig 80er Jahre Road Movie-Style mit 118 Flip. Da hinten ist gerade irgendwas explodiert. Und es steht 10:9. Die holen auf. Und ich entscheide mich nicht auf diesen Alien-Panzer zu gehen, sondern auf den Jagdpanzer E100 da hinten. Der für mich ein bedeutend reizenderes Ziel, ein reizvolleres Ziel ist. Aber er hat mich gesehen. Aber er hat natürlich keine Chance. Und ich hätte vielleicht ein klein wenig schneller hier einzielen oder besser einziehen sollen. Aber ich bin auch ein klein wenig hier gerade unter Strom, weil hinten noch einige Panzer sind und ich hier eigentlich nur weg muss. Und ich wollte ihm eigentlich noch während der Fahrt einen setzen. Und, aber abhauen ist jetzt nicht mehr. Jetzt entscheide ich mich, auf den Jagdpanzer E100 drauf zu gehen und unserem T-54 E1 hier nicht im Stich zu lassen. Und der ging, wo ging der denn mal hin? Der ging ja mal gar nichts hin. Nachladen, 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 nachladen. Hinterher. Jetzt etwas mehr Zeit lassen beim Einzielen. Zeitlich geht er wunderbar rein. 2 Schuss braucht er noch von mir. Das müsste zu machen sein. Ich kann ihm die 2 Schuss setzen, bevor er nachgeladen hat. Warte, bis seine Panzerung besser steht. Genau. Lade nach, positioniere mich wieder um. Wenn er aber sein Heck an diese Felswand ranbekommt, ist es für mich aus. Das heißt, ich musste dann weg. Und lad, 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 lad. Der letzte Schuss war lucky, weil aus dem Winkel hätte er auch abbouncen können. Aber das war mein 4. Jagdpanzer E100, den ich mit dem ELC gekillt habe. Und es ist mir jedes Mal immer wieder eine Freude. Gut, suchen wir mal die Arti, die wird irgendwo hinten im Cap stehen. Da dürfte man auch rechtzeitig ankommen. Oder aber sie kommt mir entgegen und ich schieße daneben und sie schießt daneben und ja, sie hat verloren. Das weiß sie eigentlich auch. Weil sie kann nichts mehr machen, was sie irgendwie schützen könnte.
Weil sie braucht 40 Sekunden, um nachzuladen, und ich brauche 30 Sekunden, um sie rauszunehmen. Und gute Nacht. Einmal Tier 10 abgestaubt, einmal Tier 9 Arti bekommen. Ich bin zufrieden. Auch mal wieder Panzers bekommen. Wirkungsfeuer, bitte, das ist nicht wirklich schwer im ELC. Der hat nur 400 Strukturpunkte. 1300 Schaden gemacht und Platz 1 im Tier 10 Match. Obwohl ich eigentlich auch gar nichts gescoutet habe, aber egal. Deswegen lasse ich mich ja immer mit hochziehen. Es gibt einfach geil viele XP. Und in diesem Sinne, wie immer, Panzermarsch!